Gut, wir könnten jetzt theoretisch rausgehen. Wir haben hier noch eine abgeschlossene Quest abzuliefern, aber wir erinnern uns ja. Pitney, dem wir beim Wurmproblem draus geholfen haben, wollte ja, dass wir in die Katakomben gehen und nach seinem verlorenen, preisgekrönten Moor suchen. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, nehmen wir das auch gleich mal mit. Ja, böse Skelette sind böse. Komm. Lebenspunkt regenerieren. Ja, yeah, man sieht es hier schön in dem Schaden, aber ich regeneriere mich auch schön. Heißt, der hat kaum eine Chance, uns wieder zu töten. Yay! Yeah. Farbstofffläschchen rosarot. Im Ernst. Das ist echt unglaublich, wie viele Farbfläschchen ich kriege. Ja, ja, die sind super selten. Hm. Werden mir hinterhergeworfen. Unfassbar. Oh, das sieht schön aus da hinten. Da ist eine Spinne von der Decke gekommen. Es ist eklig. Ich hasse Spinnen. Was tut? Wirft Feuergeschoss auf das Ding. Spinnen. Ich wollte mir doch. Oh nein, nicht noch eine. Bleib weg. Pfui. Warum müssen es unbedingt Spinnen sein? Alle Arten. Oh, nicht noch eine. Alle Arten von denen, aber bitte keine Spinnen. Riesige Kraken. Ja, das ist in Ordnung, aber keine Spinnen. Nein, war's tot. Sind die eklig? Igitt. Und ein Spinnennetz. Aber schöner Wasserfall. Kann man da irgendwas erkennen? Ja, so ganz leicht schemenhaft. Ja, Entschuldigung, ich finde das schick. Ich finde sowas immer schön. Das passt zur Atmosphäre. Oh, noch natürliche Gruftspinne. Nein, Kusch, hau ab. Keiner will euch. Ich bin der Kammerjäger, ich mache euch alle platt. Und warum sollte ich das machen wollen? Ich will nicht in einer dunklen Hülse rumrennen, in der hunderte von Spinnen sind. Hey, geht tot. Danke. Weil der Sprung mit so komischen grünen Stacheln oder was auch immer das ist. So aus dem Mund, was ist? Spucken wir uns an. Get it. Und ein Level Up. Yeah. Das ist schön. Noch eine. Ich will noch Level Up genießen. Kusch. Hau ab. Danke sehr. Also, Level Up. Wir haben, ich glaube, wieder 5 Punkte bekommen. Die setzen wir gleich mal auf Feuermagie und ja, haben jetzt schon wieder keine Punkte mehr für Energiespeicherung. Brauchen nämlich 3, haben nur noch 2. Ja, die Fähigkeiten und die Attribute werden mittlerweile ziemlich teuer. Noch eine. Ah, sogar 2. Na gut, zeige ich einmal tödlicher Schwarm. Wir setzen es ein und sehen, zack und zack. So funktioniert tödlicher Schwarm. Man wirkt es auf einen Gegner, der nimmt Schaden und dann geht er Schwarm halt auf den nächsten Gegner in der Nähe über. Das halt bis zu 3 Mal, also insgesamt 3 Gegner. Daher ist es halt gegen Einzelziele halt ein bisschen sehr. Also Hochrede kommt da auf jeden Gegner dann quasi 3,3 Energie. Das ist damit also ein sehr, sehr günstiger Zauber. Natürlich kein Vergleich zu dem Siegel, der gar nichts kostet, aber ne, im Verhältnis zu anderen. Feuergeschoss kostet 5 für 1. Ja, ich weiß, das ist noch eine Spinne. Ich hab's gesehen. Nö. Du machst mir 2 Punkte Schein, der wird so schnell wieder hochgeheilt. So. Spinnenbein. Lecker. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich öffne mal die Karte. Und wir sehen, aha, unser Marker ist irgendwie noch in der Ashford-Abtei. In der Unterrubrik die Katakomben. Und wir sehen hier leider nichts, wo wir hier wie, tja, wo wir langlaufen können. Aber wir können eine Missionskarte aufrufen. Dann haben wir nämlich eine Karte von dem jeweiligen Bereich. So sehen die Katakomben aus. Und wir sehen, aha, dort hinten in der Finsternis ist der grüne Stern, wo wir hin müssen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal diesen Weg hier lang. Dieser Weg ist eigentlich so ein bisschen tricky, denn ja, der ist so ein bisschen hier hinter der Ecke versteckt.
bisschen gemein. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, mich hier total verlaufen hatte in den Katakomben. Total verlaufen. Ich dachte so, oh mein Gott, ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Mittlerweile habe ich das Tutorial so oft gespielt, war so oft schon in den Katakomben, dass ich schon fast blind durch die Gegend laufe. Das ist unglaublich. Es ist einfach nur, naja. Ein tobender Kadaver Stufe 3, der ebenfalls mit dem Stab angreift. Nein, stimmt einfach. Hui, tot. Wir haben Knochen gefunden, aber nicht einfach nur irgendwelche Knochen, sondern Knochen, die als Handwerksmaterial, die man hier sieht, gebräuchliches Handwerksmaterial. Allerdings haben wir volles Inventar. Das ist natürlich sehr blöd. Wir haben ein Prunkschild, das nicht identifiziert wurde. Rüstung 4, Lebenspunkte plus 18. Das ist nicht schlecht. Großer Schild. Aha. Das finde ich sogar fast ein bisschen besser als unser Flammenartefakt. Weil ganz ehrlich, diesen Energiebonus brauchen wir nicht. Großartig eigentlich. Legen wir also mal den großen Schild an. Ja, das werden eigentlich sagen, wie? Du bist doch in den Metallmarion und du kannst ein Schild tragen. Ja, das ist anders als in anderen Rollenspielen. Kommen wir hier hin. Als in anderen Rollenspielen, hier kann jede Klasse jede Waffe benutzen. Das ist also nicht so wie, ja, nur der Krieger kann eine Axt und ein Schild tragen. Nein, es kann hier wirklich jeder, bloß. Ja, Schilde haben dafür halt nicht die Eigenschaft mit von wegen, ja, plus Energie und sowas alles. Für uns ist Energie Firlefanz, weil wir haben durch Energiespeicherung jede Menge davon. Aber es gibt andere Magierklassen oder Zauberer, zaubernde Klassen, die auf Energie schon ein bisschen mehr angewiesen sind als wir jetzt. Aha. Dort in der Mitte, in diesem komischen Ritualkreis, wo das auch immer sein soll, in dieser komischen Ritualkammer, liegt unser Preismoor, allerdings als Kadaver. Oh, Gruft und Halt. Nein, stirb! Lass mich in Ruhe! Böse Kreatur erscheint. Frostbeulen! Aha. Zum einen können wir sehen, welche Fähigkeiten sie einsetzen, wenn man oben sie angesiedelt hat. Oder hier links wird auch angezeigt, wovon wir getroffen wurden. Wenn man die Mauskürze drüber lässt, bleibt das Ding auch da, sonst mal Zeit hat, sich das durchzulesen. Und zwar Frostbeulen. 25 Energie, 2 Sekunden bis es gewirkt hat und 8 Sekunden bis es aufgeladen ist. Es ist ein Zauber. Und zwar, ihr werdet 10 Sekunden lang vergiftet. Also damit ist der Wirker des Zaubers gemeint. Der wird vergiftet. Gegner in dem Bereich eures Gegners erleihen 10 bis 37 Punkte Kälteschaden und verlieren 1 bis 2 Verzauberungen. Das Grüne sind natürlich die Werte 10 bis 34 halt, je nachdem wie hoch man gelevelt hat, also oder die Attribute verteilt hat. Ist also auch ziemlich böse, das heißt, wenn er uns anwählt, allein auch alle Verbündeten, die wir dabei hätten in unserer Nähe, auch ebenfalls Schaden, also quasi wie tödlicher Schwarm, bloß halt wesentlich schneller und verlieren sogar noch eine Verzauberung, was für uns natürlich ziemlich böse ist. Weil wir sind ja auf Verzauberung angewiesen. Oh, toter Moor. Und da ist noch ein Gruft und Holt. Ah, wir können es ja mal sehen. Ihr wirkt jetzt Frostbeulen und ja, zack. Unsere Verzauberung ist weg. Stimmt also, was dort steht. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Und wir können sie mitnehmen im Inventar voll. Ach, ärgerlich. 2 Gold. Ob eins davon mehr wert ist, ich weiß es nicht. Bist du mehr wert? Sehen wir natürlich nicht, außer wie wir uns identifizieren. Ja, es ist 4 Gold wert. Juhu. Wir haben einen Gewinn von 2 Gold gemacht. Juhu, wie ich mir darüber freue. Gut, wir haben den Moa gefunden und damit die Quest auch abgeschlossen. Kehrt für eure Belohnung zurück zu Pitney. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch soweit hier in den Katakomben. Kehren wir zurück. Leider mit 2 Sachen, die wir haben liegen lassen müssen. Und wir gehen erstmal zurück zu Menlo. Ich genieße auch gerne mal die Musik. Horcht mal. Ja gut, es gibt schönere Stücke, da gibt es zu, aber die Musik ist echt atmosphärisch. Was ist das für komische Ausrüstung? Ein Schild? Das ist eindeutig ein Messmaschmal, das sehe ich auch so. Menlo, wir haben die Mission erfüllt. Ihr habt eure erste Aufgabe sehr zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen.
Paulus sagt, seine Ermittlungen sind erfolgsversprechend. Ich glaube, euch könnte eine vielversprechende Zukunft unter den Mönchen bevorstehen. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein guter Mönch werden könntet. Wenn ihr euch für den Mönch als sekundäre Klasse entscheidet, erhaltet ihr Zugang zu allen Mönchfähigkeiten und könnt Heilgebete, Schutzgebete und Peinigungsgebete trainieren. Ihr müsst aber weiterhin die Rüstung eurer primären Klasse tragen. Genau, wir sind im Grunde genommen, also meine Metallmagier. Aber das wollen wir nun auch nicht gerade. Denn wir wissen noch nicht, was wir genau werden wollen. Wir haben noch drei andere Klassen. Waldläufer, Mesmer und den Krieger. Und fragen uns natürlich, was passt dazu besser? Besser zu uns. Verkaufen wir erstmal. Erdschriftrolle brauchen wir nicht. Den Schild brauchen wir auch nicht. Nein, kann auch weg. Auch weg. Weg, weg, weg. Spinnenbeine. Spinnennetz, dies, das und das geht nicht mehr. Okay. Alles klar, das Inventar wieder ein bisschen leer. Ist gut. Wir sagen preisgekrönter Moor und gehen erstmal zu Pitney.